Wir machen diesen Single Whip einmal. Jetzt wortlos ist vielleicht auch ganz gut mal. Dann ist der Ton wahrscheinlich mittendrin ausgefallen. Das kann sein. Okay, da habe ich kein Fallback. Zu Hause hätte ich einen. Single Whip. Schaut es euch an. Es ist ein Schritt vorbereitend. Also erstmal wieder den so einen ähnlichen Stand wie der Ball. Ist ja der Ball. Dann ein vorbereitender Schritt, also öffnen in der Hüfte. Den Schritt machen, stabil. Und dann das Öffnen dieser oberen Hand nach vorne geschieht mit der Hüftdrehung und der Gewichtsverlagerung. Angucken. Wir haben den ganzen Monat dafür Zeit. Wird schon klappen. Okay. Vielleicht gucken, ob ich in die Kiste sprechen kann. Also ihr habt gesehen, da ist auch noch so ein Sammeln. Also es ist auch noch das Ende von dem letzten Spatzen dabei zum Vorbereiten des Single Whip und dann der Single Whip selber. Ja. Wir werden das den Rest des Monats eh herleiten. Ihr habt es einmal gesehen, kommt öfter vor. Okay. So viel dazu. Habt trotzdem ein schönes Wochenende. Bis zum Mittwoch in Englisch und nächsten Sonnabend hoffentlich mit mehr Ton. Wir werden es sehen. Vielleicht schaffe ich auch irgendwann mal wieder so eine Meditation, weil die Themen häufen sich. Also eine nicht angeleitete, aber eingeführte Meditation. Habt ein schönes Wochenende. Okay. Back to the still. Was beschäftigt mich? Wir haben jetzt noch 2 Minuten oder so. Nee, haben wir gar nicht. Wir fangen an. Ich wollte, da kommt ja um mein Gequatsche drumherum. Auch gut. Also, die Anfangssequenz brauche ich auch. Ist immer gleich, damit die Körperwahrnehmung geschult wird. Darum geht's. Das ist das A und O. Also ich habe heute gerade noch mal geguckt. Ne? Ja, nicht Body Consciousness, Embodiment. Und das ist ein physiologisch, psychologisch, neurowissenschaftlich belegter Artikel bei Wikipedia. Bin ich sehr froh drüber, ne? weil ich endlich mal zumindest eine zentrale Stelle gefunden habe, wo Körper-Geist-Zusammenhang mal als Quelle vorhanden ist. Und zwar nicht in irgendeinem Esoterik-Kram, jetzt quatsche ich doch noch kurz, weil es ging mir seit Anfang an auf den Sender, dieses Qigong also irgendwer kauft sich ein Buch und dann weiß er Bescheid, mach das, ist okay, aber ich habe eben etwas, mir ist das zu wenig, ja, also als Grundlage. Und worauf ich hier hinarbeite, ist, dass ihr selber das selber validiert. Also Körperwahrnehmung ist nicht bei mir, also meine ist bei mir, aber deine ist bei dir. Und du schulst deine Körperwahrnehmung. Wie gesagt, ich kann von außen kann man ein bisschen erkennen, die ersten 3, 6 Jahre.
Aber worum es dann relativ schnell geht, ist, dass ihr selber feststellt, wie fühle ich mich. Ne? Sage ich ja auch oft. Es ist also kein Esoterikraum. Und selbst diese fünf Wandlungsphasen, das Tui Chu, Yin Yang und so, selbst das ist in China für die traditionelle chinesische Medizin an der Uni so, dass du erst westliche Medizin fertig studiert haben musst und dann zusätzlich noch dieses Zeug, um das wissenschaftlich validiert als neues Konzept zu begreifen und nicht um in Fantasiewelten abzudriften. Und das macht für mich nach dem, was ich über die zum Beispiel Feng Shui weiß, da hatte ich zum Glück, als das frisch hier in den 90ern ankam, war ich an der Uni und da war gerade in dem Moment ein Chinese, der Feng Shui als Architektur-Doktorarbeit gemacht hat. Und da wurde einem, wenn man die gelesen hat, klar, was da los ist. Das hat fantasievolle Namen, aber es handelt der Drache aus dem Norden, ist der Nordwind im Winter, ist kalt. Also es ist nicht irgend so ein Uiuiuiuiuiuiui, nein, es hat konkrete Ansätze. Gerade dieses Feng Shui ist und eigentlich auch der andere Kram kommt eher aus der Landwirtschaft. Das ist, und das, was ich festgestellt habe, ist meistens eben keine valide Grundlage bei den Qigong-Leuten. Es gibt Verbände und so, wo richtige Ausbildungen gemacht haben, dann nimmt das ein bisschen höhere Form an, aber meistens führt das auch dazu, dass einfach nur dieses unwissenschaftliche Fantasiegebäude verhärtet. Ne? Also sich, jetzt ist es wirklich so. Ein bisschen rumlästern. Ne? Macht das, weil auch das zur Körperwahrnehmung führt. Ne? Aber deswegen sage ich, gute Ernährung, guter Schlaf, das ist wirklich Faktum, das sind Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss. Meditation ist auch Faktum, ist aber eben auch mit so einem Lululululul belegt. Ne? Und das, worum es mir geht, ist auch wieder, ne, mit dem Rain-Prinzip, also weiser werden, selber, ne, hinterfragen, was habe ich hier für Gefühle, was bewirkt das mal bei mir. Und das gehört zu diesem Embodiment. Das ist quasi wissenschaftlich auch belegt. Und deswegen gehört Meditation dazu, damit ihr das an euch selber feststellt und nicht nur sagt, Qigong ist sowas, da fühle ich mich gut. Hoffentlich ja, ne, in die Richtung soll es gehen. Aber wenn ihr irgendwo Schmerzen habt, dann übergehe ich die nicht. Sondern dann nehme ich die wahr und mache meine Bewegung weniger und so. Also das ist bei mir alles verdreht. Ne? Also das, was ich konkret wissen will, das ist bei denen mit und bei mir, was ich eben offen lassen will, weil es sind Konzepte, die an die Realität sich immer weiter anpassen müssen, nicht fix sind, das ist bei denen fix. Ne? Also das ist schon ganz schön krass. Genug gelästert. Also ich bringe da auch Informationen mit der Zeit, also ich trage das zusammen, was ich finde und in Zusammenhänge stelle, die noch vertretbar sind. Ja. Aber wie gesagt, dieses Wellness-Dings, wir bewegen uns in Wellness, das ist Qigong. Ja. Also das, was wir hier machen, führt auf lange Sicht dahin. Ja. Man muss das mögen oder auch nicht, einschütteln und dann diese merkwürdige Tai-Chi-Form.